hältst du die linke und die rechte Maustaste gleichzeitig gedrückt, so laufen alle selektierten Gruppenmitglieder immer weiter geradeaus. Durch Bewegen der Maus wird aber der Bildschirm mit R-Bildschirm gedreht. Die Gruppe läuft dadurch in jede Gewinn. Ach, das ist ja interessant. Ach, das müssen wir mal ausprobieren. Das gefällt mir gar nicht. Die anderen müssten schon längst hier sein. Es ist Nacht. Vielleicht ist ihnen etwas zugestoßen. Vielleicht patrouilliert die Hafenwache doch und sie sind aufgehalten worden. Könnten wir nicht nach ihnen suchen? Ausgeschlossen. Dann hätten wir sie gesehen. Nein, es muss... Psst, da kommt jemand. Zieh deine Waffe. Oh. Oh, hallo. Jakon, wir... Gerling, er... Was? Was ist mit Gerling? Was ist passiert? Wir waren... Er wollte etwas nachsehen. Diese Schmuggler haben ihn in ihrer Gewalt... Nein! Ich konnte nicht eingreifen. Weil du Scheiße... Weil du eine Frau bist. Sapperment. Wie konnte er nur so leichtsinnig sein? Irgendetwas muss ihn verunsichert haben. Konntest du sehen, wohin sie ihn gebracht haben? Nein, ich wollte Gerling nicht in Gefahr bringen. Einer von ihnen brummelte noch etwas von den beiden großen Lagerhäusern und einziger Weg ins Hafenviertel. Wenn wir Gerling befreien wollen, müssen wir wohl oder übel durch diese Lagerhäuser schleichen. Schnell. Wer weiß, was sie mit ihm vorhaben. Ihr habt recht. Wir sollten keine Zeit verlieren. Moment mal, nicht so voreilig. Mir gefällt das nicht. Also ich meine, wenn die Gerling schnappen können, dann sollten wir wirklich vorsichtig sein. Ein schlechter Zeitpunkt für Befindlichkeiten. Meint ihr nicht? Na gut. Bitte. Ich spüre, dass Gerling in großer Gefahr schwebt. Wenn wir ihn noch retten wollen, müssen wir jetzt handeln. Wenn ihr wirklich so ein eingespieltes Team seid, wie ihr sagt, dann kann man es ja mal probieren. Aber ich habe euch gewarnt. Aber gut, euer Mentor, euer Plan. Ihr habt recht, wir sagen könnten, ich habe da so einige Erfahrungen in anderen Spielen gemacht. Da bin ich wirklich lieber ein bisschen vorsichtig. Aber, wie gesagt, wir können es gerne versuchen. Gruppenmitglieder. Dieses neue Gruppenmitglied kannst du genauso steuern wie deinen eigenen Helden. Es hat ein Inventar und eigene Ausrüstung. Ach, das, es ist also ein Neutrum. Das Mitglied. Es besitzt eigene Werte und ein eigenes Steigerungspunktekonto. Klickst du es an, so kannst du es steuern. Es ist dein zweiter Held und zusammen bilden sie eine Heldengruppe. Du kannst bis zu 3 solcher Begleiter haben. Sie haben verschiedene Stärken und Schwächen. Und das ist auch schon der Grund, warum ich eigentlich jetzt erstmal hier die Hauptquest nachgehen wollte. Damit wir hier Gruppenmitglieder haben. Weil, ne, wenn wir jetzt dann Nebenquests und so machen, dass die auch Erfahrung kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob die später noch mit uns mitkommen. Oder ob die dann erstmal verschwinden, so wie Dranor zum Beispiel. Aber ich meine, wenn sie dann wirklich Bestandteil der Gruppe werden, dann haben sie schon mal ein paar Erfahrungspunkte mehr. Und es wäre auf jeden Fall recht praktisch. So, ich würde sagen, bevor wir loslegen, schauen wir die erstmal ganz kurz an, was sie denn so können. Wir haben hier Fyris, die Halbelfe. 56. Steigerungspunkt hatte gar nichts. Level 2, ja. Sehr viel Geschicklichkeit, Gewandtheit. Körperkraft, bisschen, kann zaubern. Jagdhandschuhe. Jairis Jagd... hallo. Jagdgewand, was hat sie noch? Hier ein feires Langbogen. Normale Pfeile, ein Dolch und Schlingenfallen, aha. Und hier geschnürte Lederstiefel. Bonus Fallenstellen, Bonus Natur. Heilkunde Gift, Heilkunde Wunden, Fallenstellen. Die sollten wir vielleicht einsetzen. Schauen wir mal. Schleichen, Selbstbeherrschung, Genneschärfe, Mindestkönnen, Bogenbau, Fallen entschärfen. Kampftalente, Bogen, auf jeden Fall eine Bogenschützin mit offensiver Kampfstil, Finte, Fernkampf, gezielter Schuss und Pfeilhagel, können wir ganz kurz anschauen. Gezielter Schuss, der Fernkämpfer verwendet mehr Zeit für das Anvisieren des Gegners. Er versucht dabei, eine Schwachstelle in der Rüstung des Gegners zu finden und zu treffen, wodurch der Gegner nur seinen halben Rüstungsschutz anrechnen kann. Effekt, halbe Rüstung, dementsprechend mehr Schaden, sofern die Gegner natürlich Rüstung haben. Ja, das ist interessant. Und Pfeilhagel. Der Schütze ist in der Lage, 2 Pfeile gleichzeitig auf die Sehne seines Bogens zu legen und in Richtung des Ziels abzufeuern. Für jeden Pfeil wird separat ermittelt, ob dieser das Ziel erreicht und wie viel Schaden er anrichtet. 2 Pfeile werden verschossen. Gegner hält ausweichen, -4. Mhm. Wie viel Ausdauer hatten die? 29. Das kostet
20 und das hier 13. Das heißt, zweimal gezielter Schuss oder einmal Pfeilhagel. Kommt wahrscheinlich aufs Gleiche drauf raus. Wobei zweimal gezielter Schuss dann wahrscheinlich besser wäre, oder? Ja gut, je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann man sich ja später alles anschauen. Oder sich dann später nochmal entscheiden. Zaubern kann sie auch. Das heißt, wir sind drei Magier. Sollte es zu einem heftigen Kampf kommen, könnte das unter anderem zum Problem werden. Adlau Gluxenohr, Armatrutz, hier einmal ganz kurz für die Leute, die es interessiert. Einfach pausieren und durchlesen. Ich werde da nicht alles vorlesen. Falkenauge Meisterschuss. Magier stellt ein geistiges Band zwischen dem Verzauberten und einem möglichen Fernkampfziel her. Talent Bogen und Armbrust erhöht sich. Fernkampf plus 2. Mhm. Das wäre gar nicht so schlecht. Bisschen buffen, Blitz dich find, debuffen. Ja gut, Lichtzauber. Heilzauber hat's ja auch, klar, Empurung ist gegen Gift. Genau, hilfreiche Tatze. Ruft ein Tier zu Hilfe. Ah, guck mal, da kann man sogar sehen, was alles gerufen wird. Modifikator 0, Stinkmarder. Dachs, Wolf, Wildschwein, Riesendachs, Riesenhirschkäfer, Braunbär, Sumpfranze. Okay. Schwarzwolf, Schwarzbär, Riesen, Sumpfranze, Waldschröter, Riesenkrabbe, Riesenskorpion, Stachelschröter. Aha. Aha. Steht es bei unserem Skelett zufällig auch? Nee, da steht nicht von den Modifikatoren. Was? Aber wir können nur pro Zauberer einen Beschwörungsteil haben oder nur pro Gruppe ein beschwörtes Gruppenmitglied? Ich glaube nur pro Gruppe eins. Von dem her, was hast denn du. Wo ist denn der Zauber da? Ist ja gar nicht da unten. Muss man mal ganz kurz hier alles draufziehen auf die Leiste. Finte ist da. Die Zauber hast du, Gewandtheit, Meisterschuss, Armatrutz, hier hilfreiche Tatze, Modifikator 2, Skelett auch Modifikator 2. Dann nehme ich auf jeden Fall das, was Nahkampf hat. Wolf, 17 Lebenspunkte, oje, oje, 13 Angriff. Alter, 17 Lebenspunkte, der ist so schnell weg dann. Kann man gleich mal ausprobieren. Und was hat Jakon denn? Mittelländer. Wäre schön, wenn da steht Bordenländer. Aha, das ist auf jeden Fall ein Magier. Kampfmagier. Was warst du? Hi. Waldläufer. Ja. Mhm. Ganz viele tolle Sachen. Jakons Reiserobe, ein Kampfstab, schwarze Stoffhose, Halbschuhe und ein Taschentuch. Ja, das kann man ihm nicht verübeln, das ist eine gute Sache. Schleichen hat er nicht so wirklich viel. Selbstbeherrschung, Wunden, Magiekunde, Etikette 8. Kampftalente, ja, mit Stäben. Defensiver Kampfstil, Finte und Umreißen, hier noch einmal gezeigt. Wie gesagt, einfach pausieren, wenn ihr das durchlesen wollt. Fernkampf hat er nichts, defensiv hat er auch nichts. Zauber, Armatrus, also Kammerkraft. Blitzifin, Fumenikus, Donnerkeil, Flammenstrahl. Der Donnerkeil ist gar nicht da unten drauf. Donnerkeil, das kann man mal dahin tun. Nee, mach das mal dahin. Blitzifin vielleicht hier. Und dann tiefer Schlaf hier. So. Elementarer Diener auf Stufe 3. Alter, noch ein Beschwörungszauber. Oh Gott. Haben wir drei Leute, die Beschwörungen machen können und natürlich drei verschiedene. Der Beschwörer ruft einen Feuerelementar herbei, der für ihn kämpft. Die mächtige Herbeirufung lässt die Umgebung für kurze Zeit mit der elementaren Ebene verschmelzen. Aha. Beschwört je nach Modifikator, mächtigen Feuergeist, Angriff und Feuerschaden verursacht. 10 Minuten. Nicht schlecht. Kosten, bla bla bla. Modifikator 2 ebenfalls und tiefer Schlaf. Versetzt ein Lebewesen in einen Tiefschlaf, aus dem sofort erwacht, wenn es angegriffen wird. Damit könnten wir Gegner in einen Schlaf versetzen und
die somit für ein paar Minuten oder Sekunden wahrscheinlich eher außer Gefecht setzen, sodass sie uns im Kampf nicht behindern oder keine Ahnung, wie an denen vorbeikommen. Wird schon irgendeine Verwendung finden. Ah ja, und wir haben ja selbst noch ein paar Rüstungssachen dabei. Vielleicht können wir da was verteilen. Also irgendwas, was bringt. Hier Magierrobe, alles eins. Das hatte er ja. Bitte? Hat er ja sogar was Besseres. Was hast du? Brust, Bauch, Rücken. 2, 2, 2 wären 6 insgesamt. Und das wären nur 5. Okay. Dann Kefia. Hier, du hast keinen Helm. Und Geweihhelm. Damit kann man ja zaubern. Ja, nimm du das mal. Ich denke, du hast insgesamt mehr Rüstung. Aha. Als unser Magierfreund hier, von dem her. Nimm du mal das. Und du nimmst mal das, wenn wir es noch übrig haben, ne? Ist ja ganz gut, dass wir es noch nicht verkauft haben. Kampfstab, 1 W plus 0. Kampfstab 1 W plus 0 und 0, 1. Ist ja genau das gleiche, oder? 0, 1, ja. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Eine Schaufel, 2 W minus 1. Oh Gott, minus 4, minus 4. Nee, ich glaube, das lohnt sich nicht. Gut. Wir könnten hier noch Steigerungspunkte verteilen, aber bin mal gespannt, ob wir auch so durchkommen. Jetzt will ich erstmal schauen mit den Beschwörungen, weil ich meine, man kann sich ja denken, dass wir später kämpfen werden. Deswegen wäre es ganz praktisch, wenn wir uns mit unseren Begleitern schon mal ein bisschen vertraut gemacht haben. So, Skelett ist Nahkämpfer, das ist gut. 25 Leben, 20 Ausdauer. Was? Deine hilfreiche Tatze. Müsste das Skelett ja wahrscheinlich gleich verschwinden. Hilfreiche Tatze. Schön, dass du es nochmal sagst. Hilfreicher Wolf. 17 Leben, 60 Ausdauer. Mhm. Ja. Und dein Feuerelementar. Alter. Invoco Elementum. Nicht schlecht. 11 Leben, 25 Ausdauer. Naja. Naja, dann gehen wir wahrscheinlich auf. Und Schuss. Kann ich den looten? Nein. Ich denke, dann gehen wir mal lieber auf. Auch das ist hier immer noch so. Ja. Dass wenn ich Tab drücke, also alle auswählen, dass es dann den aktuell ausgewählten ändert. Na super. Ich denke, dann bleiben wir beim Skelett, oder? Wenn wir kämpfen müssen. Na gut, jetzt schauen wir erstmal, wo müssen wir denn hin? Was können wir denn hier machen? Wir können auf jeden Fall erstmal schäbige Fässer plündern. Gut, dass Feiris dafür ihre Munition verschwendet. Ja, Mann. Ja, steckt eure Waffen mal weg. Gut, dann gucken wir mal, ob wir... Wie heißt der nochmal? Gerling. Ob wir den vielleicht befreien können. Schmuggler, Schmuggler, Schmuggler. Okay. Skeletti! Ey, Carsten, komm mal bitte zu Hilfe. Einmal aus dem Boden gestampft. Mana wieder aufladen. Nochmal kurz speichern. Und dann könnten wir unseren ersten Gruppenkampf haben, so wie es aussieht. Oh. Oh nein! Leute von der Schmugglerbande. Wie konnten die mir folgen? Oh, was bist denn du für eine Elfe, dass du... Ja. Darüber können wir später grübeln. Sie haben uns nicht bemerkt. Vielleicht sollen sie auch nur Schmiere stehen, während das Schiff entladen wird. Das könnte natürlich zu unserem Vorteil sein. Ich habe eine Idee. Was, wenn ich eine Falle im Durchgang aufstelle und wir sie dann hineinlocken? Das ist gar keine so schlechte Idee. Gar nicht schlecht, Feire. So machen wir es. Mit denen werden wir auch so fertig. Weiter. Ah, Quatsch. Komm. Die Gelegenheit nutzen wir. Ja? Feires. Ja? Nimm. Schlingenfalle. Wie geht es denn jetzt hier? Info. Schlingenfalle, die dazu geeignet ist, einen unvorsichtigen Gegner zu Fall zu bringen. Ein Gegner wird umgeworfen. Naja. Ich hatte ja einmal eine Falle aufgestellt. Und das hat nicht so wirklich funktioniert. Nein. Wie kann ich die denn jetzt... Muss ich die... So. Und wo setzen wir die hin? Einfach hier schön in die Mitte, oder? Mach mal. Wir sind das 3 aber nur, gell?
Und wir sind zu viert. Das heißt, wir könnten wir eigentlich auch alle nach da. Achso. Ich dachte gerade, weil nur hier angezeigt worden ist. Könnte man auch so wegkriegen. Jetzt müssten wir die eigentlich nur noch irgendwie pullen. Können wir mal schauen, ob Fyris das mit ihrem Bogen vielleicht machen kann. Was hat denn da für eine Reichweite? Fyris Langbogen. Reichweite 40 Meter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann mach aber bitte mal den gezielten Schuss. Wenn schon, denn schon. 20? Sanyasa! 20. Achtung! 20. Ja, ich geh mal auf den da, warum auch nicht. Die anderen rennen wahrscheinlich gleich rein. So, und am besten gleich nochmal einen hinterher. Und das Skelett rennt denen entgegen, sodass die nicht in die Falle kommen, oder was? Moment, Moment, Moment. Dann können wir denen vielleicht sagen, dass die auch auf den angreifen sollen. Das heißt, über hier so. Ja. Und das Skelett will ich jetzt natürlich... Das Skelett würde ich gerne hier behalten. Sodass wir die in die Falle locken können. Das rennt einfach vorbei und das hat anscheinend auch so geklappt. Okay, alles klar. Autsch! Eine von deinen Helden ausgelöste Falle verursacht Schaden und manchmal mehr, sei es Vergiftung, Verbrennung oder gar eine Wunde. Steigerst du Talent, Sinnesschärfe, entdeckst du viele Fallen frühzeitig. Vor allem in Gängen solltest du vorsichtig sein. Schleichen erhöht die Aufmerksamkeit der Gruppe. Du kannst übrigens selbst Fallen kaufen und auslegen, so wie du es gerade gemacht hast. Also, jetzt nicht gekauft, aber ausgelegt. Laufen die Gegner hinein, ergeht es ihnen wie deinem Helden. Aber ich habe sie doch gar nicht ausgelöst. Stopp. Wer liegt da am Boden? Das ist der, den wir schon angegriffen haben mit unsagbaren 3 Schaden. Und da kommt gleich einer, oje, oje. So. Ja? Fyris. War ihr. Du kümmerst dich mal bitte um den. Ach, wir hätten die noch buffen müssen. Kannst du das mal ganz kurz? Geht ja recht schnell, glaube ich. Skeletti kümmert sich um den. Gut, ihr habt den angegriffen, aber der ist leider noch nicht tot. Es sei denn, er brennt gleich. So, greift den an. Je nachdem, ob du es kannst oder nicht. Und Jakon, der kümmert sich auch um den. Der ist ja gerade eh am Boden. Los! Brennt der jetzt? Nee. Mach ich. Anscheinend nicht. Mach mal alles deine klar. Finte. Ja. Du buffst dich. Du hast dich gebufft. Gut. Skelett ist ja egal. Und du kannst dann vielleicht Weiche. Den hier noch ein bisschen in die Mangel nehmen. So. Ein Schaden. Uiuiuiui. Wir sind so stark. So. Jetzt auf den. Um dem noch ein bisschen mehr Schaden zuzufügen, dass er schneller weg ist. Und... Nein, Jakon... Ja, dort entlang. Greift den an und wehrt sich. Angriff! Mach mal umwerfen. Du bist ja so umwerfen und du hast noch gar keine Nahkampfangriffe, deswegen... Ja? Musst du dich so zur Wehr setzen. Mit deinem Superstab, das müsste ja funktionieren und die schießt einfach mal voll vorbei. Ist ja mal wieder typisch. Immer diese Waldelfen, die können echt nicht schießen. Legolas Achtung. Würde dich sofort verbannen, wahrscheinlich. Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, schon besser. War ihr! Nochmal. So, gut. Und wenn ihr gerade eh schon. Bitte? Da hinten steht. In Sicherheit, dann könnt ihr auch ein bisschen zaubern, wenn ihr jetzt irgendwann gebacken bekommt. Na also. Sehr schön. Das lief besser als erwartet, muss ich ehrlich sagen. Weil wie gesagt, mit 3 Fernkämpfern eigentlich, das ist nicht ganz so einfach. Ihren Lohn nehmen wir natürlich mit. Brauchen sie jetzt ja nicht mehr. Leichen lassen wir auch einfach so liegen. Ist ja egal, wenn ihre Kumpanen die da sehen, das, dann treten die bestimmt nochmal nach und freuen sich. So.